Wir trafen uns um 6 Uhr am Bahnhof in Neuhaus an der Pegnitz. Von dort ging es nach Hof und weiter nach Schönwald. Auf dem Programm stand eine Wanderung durchs Fichtelgebirge. Bis 17 Uhr wollten wir in Weißenstadt sein, weil dort ein reserviertes Bedarfstaxi auf uns wartete. Die 25 Kilometer lange Strecke hatte ich mit Komoot geplant. Der erste Abschnitt führte von Schönwald auf den großen Kornberg. Sagt er links halten. halte ich an die Büsche fest. Ja, wir sind oben. Ich weiß aber nicht wie. Ja, ich stelle die Kamera hier runter. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ja, ja. Bei schönem Wetter kann jeder wandern. Bei schönem Wetter kann ja jeder wandern. Ja. So, nach dem großen Kornberg sind wir jetzt auf den Fränkischen Gebirgsweg gekommen und folgen dem jetzt. Man merkt auch schon, dass jetzt auch die Flächenbeschaffenheit wieder etwas anspruchsvoller wird, also mit Steinen und teilweise auch großen Steigungen. Geht jetzt, denke ich, weiter Richtung Kirchenlamnitz. Ja, fängt gerade wieder an zu regnen. Hat ca. 5 Grad, also eigentlich optimales Wanderwetter. Weiter ging es auf dem Fränkischen Gebirgsweg zur Burgruine Hirschstein und zum großen Wackelstein. So, nach dem großen Wackelstein, wo plötzlich dann die Sonne rauskam, nachdem es auf der Burgruine Hirschstein noch geregnet hat, wie blöd. Jetzt fängt es wieder an zu regnen, es geht jetzt noch weiter bis Kirchenlamnitz, da machen wir dann mal
kurze Pause, also Mittagspause und essen was. In Kirchenlammitz machten wir Mittagspause. Ja, hurra, was steht da? Als ich die Etappe Ende Januar plante, konnte ich nicht ahnen, dass wir Ende März noch mit Schneefall rechnen müssten. Die Burgruine Ebrechtstein entschädigte uns dann aber für die widrigen Umstände. Kilometer nach Weißenstadt führten auf einem Bahntrassenradweg. Eine nette Dame wartete an der Kirche mit ihrem Bedarfstaxi bereits auf uns. Wir ließen uns zum Bahnhof in Röslau fahren, wo wir noch 30 Minuten auf den Zug nach Marktredwitz warteten. Thank you.
Dort angekommen, fuhren wir mit der Bahn zurück nach Neuhaus, wo wir um 19 Uhr ankamen.